Sekunden hört ihr mich dann auch wirklich live. Dieses Zeitparadoxon. Moin, moin nochmal. Servus. Jetzt aus der angenehmen, ich rede einfach nur und Bodes hat die Arbeit Perspektive. Wunderbar. Kann ich mich mit auch anfreunden, ehrlich gesagt. Bisschen was rede ich auch. Ja, ich hoffe, ihr wurdet schön unterhalten vom lieben guten Winkes. Die Sari habe ich gerade eben schon im Chat gesehen, sei gegrüßt. Und was habt ihr denn so gemacht, lieber Herr Winkes? Das hoffe ich auch, dass ihr gut unterhalten wurdet. Ja, es gab ein Ligaspiel aus Liga. Ich habe es mir, nachdem ich es jetzt zum fünften Mal sage, muss ich mir es gemerkt haben. 5J, glaube ich. Mhm. Zwischen... Ach, Herrgott, Grills und Moonblade. Grills als Ork, Moonblade als Nachtelf. Es war ein durchaus deutlicher Sieg von Grills mit 2-0. Moonblade hat kein Mittel gefunden, das Timing nicht gut genug hingekriegt mit der Armeestärke. Und Grills hat mit Headhuntern, Farseer und Tauren Chief, ja, der hat dominiert, das muss man so sagen. Deshalb ging das ein bisschen schnell. Wir haben noch das Replay vom Thorsten von letzter Woche uns angeschaut und das ging ja auch nicht so lernen, schnell. Ziemlich schnell, genau. Wir lernen für heute oder wollen darauf achten, ob er gelernt hat, besser zu creepen und keine Footmen dabei zu verlieren. Ich hoffe und glaube, er ist da besser geworden. Ich habe den kleinen Verdacht, dass er eventuell von der ein bisschen eingeschüchtert war von der Liga 3 Zugehörigkeit ehemaligen des letztwöchigen Gegners. Naja, wenn er eingeschüchtert war, dann aber auch von einfachen Ogre-Creeps. Die haben ja seine Soldaten getötet. Okay, ja, guter Kommentar. Also muss ich sagen, mega. Ja, gut. Ogre hört sich erstmal ein bisschen schlimm an. Ja, das sind die so aussehen wie ich. Gut. Und du hast doch rote Haare. Oh ja, ich bin ein besonders gefährlicher Ogre. Aber um Sari zu zitieren, also zitieren ist falsch, aber um auf sie anzuspielen, solange es kein Murloc ist, dürfte für sie alles okay sein. Wunderbar. Da Sari, lass mir besser gesagt gerne nochmal die Murloc-Geschichte da. Ich weiß nur, dass du da irgendeine Art von Beziehung zu den Murlocs hast. Lass es mich wissen, welche bitte. Keine positive, soweit ich weiß. Nee, ja, schreib's einfach nochmal hier rein, dann da haben wir das hier nochmal festgehalten. Ich weiß ehrlich gesagt, ich hab's ja mitgekriegt. Und Equalize, Gruß geht raus an dich. Mir ist noch aufgefallen, wir haben es eben kurz in der Streampause zwar auch schon mal thematisiert, aber vielen Dank Kiwi, dass du uns gestern gehostet hast. Coole Sache mit 13 Zuschauern. Wow, vielen, vielen Dank. Genau. Wunderbar. Ein paar Minuten haben wir noch bis zu Spielbeginn. In der Liga war es wahrscheinlich schon drin. Kurzer Ausblick, oder? Ich war in ziemlich vielen Ligen drin. Dann machen wir nochmal ganz kurz für die vielleicht auch kurzfristig in die Liga reinschalten, gehen wir nochmal hier auf die Liga-Tabelle. Und natürlich für unsere YouTube-Zuschauer. Das sowieso. Und dann machen wir nochmal kurz einen Überblick darüber. Wir sehen, dass jeder zwei Matches gespielt hat. Wir sehen auch mittlerweile drei Leute, Quapp, Gosu Haupe und Schiplinski, die jeweils die volle Punkteausbeute geholt haben. Und Chiox 3 Punkte von möglichen 4. Und wir sehen aber auch, und das ist wiederum vielleicht auch eine Chance für Original, das hast du wahrscheinlich auch schon thematisiert, drei Leute am Tabellenende mit jeweils Score 0. McNeffy, Sirius und eben Original. Und gegen einen von denen geht's heute. Ja, man kann es gar nicht oft genug sagen, um den Druck hier zu erhöhen. Es ist hier das Spiel gegen das Abrutschen ans Tabellenende. Die Frage Mittelfeld oder Abstiegskampf, alles oder nichts, direkt ausscheiden oder sich halbwegs angemessen oder halbwegs würdig schlagen. Also es lasst viel Druck auf Original heute Abend, auf Zeriots natürlich auch. Also heute entscheidet sich quasi alles. Alles. Alles, gut. Absolut alles. Okay, Race Human, also wir sehen einen Human Mirror. Das ist korrekt. Und sag mir gerade mal kurz die Karten oder vielleicht noch eins, zwei. Ja, gerne. Wir spielen auf Concealed Hill. Ich schaue jetzt auch mal kurz rein, wie die Reihenfolge. Wir spielen zuerst auf Concealed Hill und dann auf Northern Isles. Concealed Hill. Relativ groß mit den 5 Goldminen insgesamt. Ah ja, Northern Isles mit 4 Goldminen. Die kenne ich nicht so gut. Wir haben die selten gespielt. Ich glaube, Thorsten wollte sie auch nicht spielen.
deshalb, also jetzt ohne speziellen Grund, aber auch einfach nur, weil er sie nicht so gut kennt. Mhm. Und ja, da sind wir dann mal gespannt. Sieht ein bisschen so aus, mit dieser mittleren Insel, so ein bisschen fast aus wie Terrina Stan, so ein bisschen, ganz grob. Naja. Aber mit 5 Goldminen, okay, krass. Ja, aber der Terrina Stan hat die Besonderheit der Brücken, die ist da nicht, hier nicht gegeben. Und Murlocs sind Liebe. Equalize hatten doch ein bisschen anderes Verhältnis zu den Murlocs. Sehr schön. Ich kann nur heute nicht alles lesen, was Equalize schreibt. Bedeutet das da hinten dran Mrgl? Das ist vielleicht die Murloc-Sprache. Vielleicht auch die Murloc-Liebe. Oh, das ist ein... ja, okay, ja. Wenn es in die Richtung geht, will ich vielleicht gar nicht wissen, was es genau bedeutet. Da kannst du mir jetzt wahrscheinlich besser weiterhelfen. Die machen doch bestimmt... Liebe. Eine Art von, die Murlocs machen bestimmt Liebe, davon mal abgesehen, aber die Kreaturen machen doch bestimmt eine Art Soundeffekt, wenn man sie angreift oder auch nicht. Machen die vielleicht Mirgel? Gute Frage. Lustigerweise habe ich keine Ahnung, das hatten wir gestern, beziehungsweise im Nachgang zum Stream auch schon, wenn ihr keine Musik hört, wenn ich streame, liegt das daran, dass ich die normalerweise extrem leise habe, weil es mich einfach nur nervt, sowohl die Geräusche als auch die Musik. Doch vollkommen, da kann ich jetzt wieder die Sari ein bisschen verstehen, vollkommen langweilig, wenn man nur deiner Stimme zuhört. Ja, deshalb tut's mir für den Stream ja auch leid, aber beim Spielen, wie gesagt, Multitasking ist nicht meins und irgendwo Musik hören zählt für mich schon als Multitasking. Okay. Ah, hier haben wir nochmal schon eine schöne Creep-Map-Übersicht, wo jeweils auch die Creeps nochmal beschrieben sind. Stun and Teal, Dragon... Omagi? Was könnte ein Omagi sein? Das ist ja cool, keine Ahnung. Ich muss mal schon auf den Twitter. Ach, ich sehe es ja aber nicht im Stream. Was du gerade zeigst, das kenne ich gar nicht. Du siehst mit 90 Sekunden verzögert wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Ich kann höchstens noch ein bisschen was zum Yumiro sagen. Gerne, gerne. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie die beiden das angehen. Bei Original wissen wir ja, dass er jetzt nicht der Pro-Spieler ist. Bei Zeriot mit 2 Niederlagen lehne ich mich mal so weit aus dem Fenster, ist jetzt auch nicht der Profi schlechthin. Von daher weiß ich nicht, ob wir die Standard-Taktiken sehen. Aber üblich wäre durchaus Breaker Wars, gibt es zumindest häufiger, dass man viele Spellbreaker baut, unterstützt von Priests, was dann eigentlich eher langweilig wird, weil es sehr identisch ist. Und irgendwie einfach nichts wirklich fällt, weil die nicht genug Schaden machen, hochgeheilt werden und es geht nur darum, welches Ward Elemental überlebt, ein bisschen länger, macht ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube aber nicht, dass wir das sehen. Okay. Die Einladung ist auch schon da. Ich erwarte, ich sag mal, spannendere oder abwechslungsreichere Duelle heute Abend und bin sehr gespannt. Von Original weiß ich ein bisschen, was er sich überlegt hat, was jetzt nicht heißt, dass er es spielt. Da sage ich jetzt mal noch nichts zu, sondern erst im Spiel. Und bei Zeriot habe ich sogar keine Ahnung. Also man kann bei Menschen halt auch sehr viel machen. Habt ihr keine Replays von ihm gesehen, oder? Nein, die Replays von Zeriot konnte man irgendwie nicht angucken. Geschickt. Da gab es irgendwie ein Problem mit der Card, dass die... Das, ich verfalle ins Blizzard-Bashing, wenn ich weiterrede. Weil seine Karte ist wohl woanders gespeichert, weil er seinen Kartenordner mal woanders abgelegt hatte als im Standard. Aber sobald die Karte im Replay woanders gespeichert war, kann ich mit meinem Standardordner das Replay nicht öffnen. Irgendwie so. Okay, Blizzard, Grüße gehen raus. Gut gemacht. wir hätten auch gar nicht mehr, wir hätten gar nichts mehr, wo wir uns aufregen konnten, wenn es Blizzard hat gäbe. Also vielen Dank. Okay. Das ist natürlich richtig. Ansonsten hat die Sari noch reingeschrieben, Murloc-Sprache. Ich weiß nicht, ob du es ja mitgekriegt hast, Sari, ich bräuchte mal kurz deine Geschichte zu den Murlocs. Was ist dein Verhältnis zu den Murlocs? Deine Beziehung, deine tiefgehende, was hast du mit denen erlebt? Warum sind sie dir so verhasst? Hat ich einen Murloc bösartig verlassen? Ein Murloc. Offensichtlich versteht sie die Murloc-Sprache, das würde dafür sprechen. Mirgel, Mirgel. Wer weiß, was da in World of Warcraft so alles passiert ist. Ja. Mirgel, genau. Mirgel. Ja, genau, Equalize. Mirgel. 90 Sekunden. Sag ich jetzt Zukunfts-Equalize oder Vergangenheits-Equalize? Moment. 90 Sekunden bist du in der, für mich, in der. Vergangenheit. Also wenn er dich hört, ja. Oh Gott, komm damit nicht zurecht.
Ich dachte, ich wäre ganz gut vorbereitet mit der ganzen Materie durch zahlreiches Gucken von Zurück in die Zukunft, aber nein. Wir müssen sich auch entscheiden, ob wir nach dem Zurück in die Zukunft-Konzept vorgehen oder nach dem Endgame-Konzept oder nach irgendeinem anderen Zeitreisen-Konzept. Go Original von Sari. Nebenbei, lustige Diskussion hier schon. Thorsten sagt, wir fangen pünktlich um 21.30 Uhr an. Seine Uhr geht aber falsch, er braucht also noch eine Minute. Und Seriots, die Antwort finde ich klasse. Ja, nach einer Minute dann erste Map an mich. Wäre nur konsequent. Rein, wenn ihr seid. Es geht los. Aber also, er ist da. Haut's ein bisschen in den Chat. Wir wollen ein bisschen Original-Liebe sehen oder auch nicht. Je nachdem, was ihr. Oder Sirius-Liebe. Vielleicht seid ihr auch wegen Sirius da. Scheint ja auch Sirius? Ein ganz. Was? Weißt du, dass man ihn so ausspricht? Oder hast Nein. du jetzt auch nur spekuliert? Nein, ich. Ach Gott, ich bin okay. Hier komplett auf unbekannten Terrain. Sirius klingt. Ja. Ich handhabe das wie bei Quapp, altmodisch deutsche Aussprache, da steht ein Z, also heißt das Zeriots. Schauen wir mal. GL-Hive. Gegebenenfalls können wir uns das im Aftergame-Interview erklären lassen. Also Murlocs, nur Idioten. Aber da gibt's ja keine tiefgehende Hintergrundstory, Sari. Wenn du uns keine erzählst, werde ich weiter spekulieren und es geht nicht gut aus. Wings ist eben, glaube ich, immer noch auf der Schiene, dass du von einem Murloc verlassen wurdest. Oder betrogen, hintergangen, ausgeraubt? Gibt es Murlocs als spielbare Charaktere, Sari? Ich habe keine Ahnung. Also deswegen habe ich den Ding direkt an die Sari gerichtet. So, wir sehen rechts oben, sehen wir... Mirgel. Wir sehen rechts oben den Sirius. Wir sehen links unten den lieben Original. Und wir sehen einen Altar der Könige, jeweils selbes Bild bis dahin. Kaserne bei Original und ein Hof bei Sirius, wobei die Kaserne kommt dann auch noch. Ja, Sirius spielt es in dem Sinne bildtechnisch perfekt. Das macht man nämlich so, dass man diese Farm anbaut, dann die Baracke anfängt und mit dem nächsten, der rauskommt, die Farm weiterbaut. Thorsten baut mit dem nächsten die Farm komplett. Also dann eine Sekunde, zwei könnte er dadurch gewinnen. Also Sirius. Ah, okay. Sirius. Danke, Equalize, für deine Erklärung nicht. Danke, Sari. Immer wenn man sie angreift, dieses Mirgel, dann immer. Nervig, as fuck. AF. Sie sind immer da, wenn man sie nicht braucht. Gut. Die sind wie ich? So ähnlich. Alter, der Könige, was kommt raus? Sein Altar ist noch ein bisschen idle. Warum ist denn der so lang idle? Also, na gut, jetzt war da was. Erzmagier oben rechts bei Sirius. Bei Original genauso. Allerdings ein bisschen verzögert. Ja, weil seine Farm nicht schnell genug fertig war. Original, ich weiß nicht, das ist nicht so gut, oder? Da kann ich mich ein bisschen an Kritik erinnern, dass ein gewisser Herr Ziggurats so spät baut und seinen Helden so spät rauskommen lässt. Was meinst du, warum ich da so drauf rumhacke? Auch wenn es nur 2 Sekunden waren. Wobei, da hat es eher 7-8 Sekunden ausgemacht bei dir. Aber ja, okay, gut. Hab dich gestern schon verteidigt. Die 7-8 waren sicherlich zu viel, aber dass es ein bisschen zu spät kommt, liegt am Bild. Gut, aber Zeriots ist ein bisschen schneller mit seinem Archmage, aber nur minimal, kommt mit seinem ersten Footman, läuft schon wieder in Richtung Creepcamp, so ein bisschen scouten, ein bisschen gucken, wie vor einer Woche Quapp auch. Thorsten macht das nicht, der steht nur hier rum, ist jetzt aber soweit kein Problem und ich nehme an, beide nehmen bei Thorsten über der Basis links das Creepcamp. Das ist etwas schwerer, also nicht das grüne, das zuerst. Nein, das Orange macht man, es wäre so der Klassiker. 3 Militia bei Zeriots, bei Thorsten kommen 5. Damit geht es wahrscheinlich nochmal schneller. Er hat aber auch mehr Wirtschaftseinbußen. Kann es sein, dass beim Mensch die Arbeiter sehr, sehr schnell rauskommen aus dem Hauptgebäude? Da war das jetzt bloß für mich so ein bisschen. Ich war nämlich kurz auf dem Hauptgebäude drauf und dann habe ich gesehen, dass dieser Balken sehr schnell läuft. Also es geht recht schnell, sie sind ja die günstigsten Einheiten, aber ich glaube nicht, dass es große Unterschiede gibt zu anderen Rassen. Ich weiß es aber auch nicht. So, Thorsten hat jedenfalls auch souverän gecreept. Claws of Attack auf beiden Seiten, Claws of Attack. Zeriots ist ihm aber wieder ein bisschen voraus. Er ist jetzt mit seinen 3 Footmen, steht schon bei den Schildkröten und wird die wohl gleich angreifen. Thorsten erst auf dem Weg dahin. Aber 3 Footmen, die nicht angeschlagen sind, den Damage sehr schön aufs Water-Elemental gebracht. Und das noch nicht mal verloren, da darf ich ihn loben. Selbst Sirius hat sein Water Elemental verloren gehabt. Damit hätte er sogar kurz 2 gehabt, Thorsten, hier beim Creep. Dafür war er nicht ganz schnell genug, aber naja. Vorne.
könnte man so sagen. Dafür ist Zeriots noch ein bisschen schneller, nur ein bisschen schneller. Na, Thorsten, das ist gut. Zeriots hat hier nochmal mit Milizen gecreept. Ist nicht notwendig, wie man bei Thorsten sieht. Dadurch ging es zwar ein bisschen schneller, aber nicht viel schneller. Und es hat wieder ein bisschen Echo-Zeit gekostet. Also, soweit. Exakt 50-50. Und durch dieselben Creep-Routen quasi bisher beide Helden auf 2-3. Und, nur NPC, aber immer dieses Quest, man wird sie nie los. Ausgeraubt wurde ich, genervt wurde ich, gefolgt und gedemütigt. Okay, dann können wir das ein bisschen nachvollziehen. Vielen Dank für die Erklärung, liebe Sari. Zeriots creept den kleinen Grünen neben seiner Expansion. Thorsten creept den anderen kleinen Grünen. Wenn wir das mal kurz die Basen beobachten, dann sehen wir bei Sirius, der hat ein bisschen Respekt, wir sehen einen arkanen Turm neben seinem Hauptgebäude und der Tech läuft. Beim Thorsten nicht, das halte ich für einen Fehler übrigens. Der Tech läuft ein bisschen später, steht. Aber ohne Turm, ja. Weg. So, jetzt Grüne gecreept. Ich weiß nicht, ob Thorsten jetzt zum Shop geht. Das könnte er machen, dann wäre er Level 3. Macht er aber nicht. Ich hätte den Shop-Creep erwartet. Okay. Equalize freut sich auf die zweite Map. Also ich dachte, da wir beide ganz gerne Creep-Check gucken und da die als Creep-Route gesagt wurde, zuerst noch den Shop. Und dann dieses Grüne, dann hätte er jetzt halt auch Level 3. So irrt er jetzt mit seinem Level 3 ein bisschen vor der Basis umher, stellt jetzt fest, dass der hier schon gecreept wurde. Soll aber mal reingehen, dass er keine Gewölbe abreißen. Hopp. Ja, aber dann verliert er nur viel an den Tower von seinem Mana. Ist den ersten Scharfschützen? Dass er keine Gewölbe abreißen, ist eine gute Idee. Das ist richtig, das macht jetzt auch schön. Aber Zeriots ist ja bei Level 3 geworden. Scharfschütze beim Thorsten, jetzt kommt auch der Turm. Mit seinen Scharfschützen ist er dafür schneller. Armeen stoßen ganz gleich aufeinander. Ja, und die Scharfschützen bringen vor allem jetzt recht viel Damage, aber Thorsten hat dafür weniger Footmen und einen Angeschlagenen dabei. Oh, sogar sehr angeschlagen. Läuft hier auch weg. Genau, das ist, glaube ich, auch die vollkommen richtige Entscheidung, hier einfach wegzulaufen. Go Original. Einen weiteren Scharfschützen im Bau. Oder Elemental blockt, oder kann ein bisschen blocken vielleicht noch. Aber der eine Scharfschütze hinten, der läuft ungünstig einfach hinterher und jetzt mitten durch die gegnerische Armee hindurch, aber Zeriots schafft es nicht, ihn zu blocken. Die Dinger, die so zu setzen, die Wegpunkte auf die Helden. Tja, wie schon gesagt, ich werde es trotzdem immer weitermachen, weil ich das andere Risiko, die Einheiten stehen zu lassen, für noch schlimmer halte. Aber er hat die nicht verloren. Nebenbei, schau mal in den Chat, Equalize kritisiert hier ein wenig. Ich reiß dem Original noch den Kopf ab, hab ihn vorhin was zur Schmiede gesagt. Hat er keine Updates? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht doch zu früh gebaut oder das, aber jedenfalls hat er 6 Worker in der Goldmine. Oh. Sagen wir mal so, 6 sind besser als 4. Ja, wenn das seine Taktik ist, weiß man nicht. Beide Helden jetzt auf 3. Das ist wichtig, dass Zeriots ihm diese Zeit gelassen hat. Und wir sehen den Bergkönig bei Sirius. Original noch ohne zweiten Helden, hat auch nicht den Supply gerade. Ist aber direkt auf Text dafür durch. Genau. Und das meinte ich, wir sehen hier keine Breaker Wars. Von Original. Ja, und jetzt wäre halt ein zweiter Turm auch ganz gut, Mr. Original. Und mit ganz so weit hinten du das. Ja, der ist durchaus okay. Ich hätte hier hinter Barracks gern noch einen zweiten gesehen. Aber ich finde den Sirius-Turm besser gesetzt vom ersten Turm, also als ersten Turm. Ja, das stimmt. Wobei der dafür weiter von den Holzfällern weg ist, aber Thorstens Holzfäller sind ja auch ein bisschen woanders, ja. Also klein, aber das sind Kleinigkeiten. Oh. Ich möchte nur unbedingt erwähnen, falls Original sich das Replay anguckt. Nebenbei, er holt aber einige Footmen, hat Sirius hier verloren. Das ist eigentlich gut gelaufen, wenn ich das richtig sehe. Wie ist denn das Heldenlevel? 3-1, fast 4. Also 3,7 und Original hat 3,4 nur. Oh, jetzt verliert er aber wohl das arkane Gewölbe, um im Deutschen zu bleiben, hat aber dafür wieder einen Footman gekriegt. Der Mountain King hier macht jetzt halt einen Unterschied, den hat Thorsten nicht, der ist erst im Bau. Der Klepp war aber nicht gut, hat nur 2 Scharfschützen erwischt. Der Vordere, den könnte er jetzt rausziehen, der fällt wohl, schade, er fällt. 3 Lebenspunkte. Auf den ist er jetzt scharf, zu scharf vielleicht. Ich war bei Originals. Na gut, aber die Schmiede war zu früh Equalizer, darf ich dir sagen, das war wahrscheinlich Absicht. Und da würde ich ihn so ein bisschen in Schutz nehmen. Er fühlt sich wohler, wenn er früher die Rifleman hat. Oh, das war ein geiler Clap. Jetzt verliert er halt den nächsten.
holt sich dafür wohl... er geht zu sehr auf den Mountain King. Wenn du mich fragst, hätte ich lieber den Footman hier holen sollen. Jetzt verliert er zu viel. Die darf er hier nicht verlieren, die Rifleman. Nein, der muss weglaufen. Oh, schade. Kriegt er den Mountain King noch? Nein. Der tippt sich, aber... das waren zwei Rifleman. Oh, den darf er nicht auch noch verlieren. Zwei Rifleman zu viel verloren. Sonst so. Wäre es gut verteidigt gewesen. Ihr seht es im Bild. 4,0, 1,6 bei Sirius und 3,7, 1,0 bei Original. Das ist alles okay? Ja. Die frühe Schmiede, um das noch loszuwerden, er fühlt sich damit wohler, wenn er die Rifleman früher hat. Hat er zumindest so gesagt. Und das finde ich auch okay, wenn man sich da unsicher ist. Deshalb finde ich das nicht so schlimm. Sechs Worker, naja gut. Sirius kritisieren wollte ich nur den zweiten Turm. Sirius jetzt auch mit Rifleman. Mhm. Hat er auch schon drei in seiner Armee, zwei auf dem Weg. Aber er ist auf Tier 2 geblieben dafür und baut Priests. Und Original hatte Angst vor der Echse, hat einmal kurz geguckt. Original hat direkt hochgetaggt und baut jetzt Knights. Ah ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Das war der Plan, durchzutacken und bin gespannt, ob das klappt. Creept jetzt hier auch nochmal ganz nett. Sind die Knights vielleicht sogar besonders gut gegen Scharfschützen, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie besonders gut, aber sie kommen auf jeden Fall gut ran. Ich könnte aber mal nachgucken, wie besonders gut. Sehr gerne. Ansonsten Equalize. Gerne nochmal, falls du das weißt. Ah, da gibt der die Creeps fallen schon wirklich sehr schnell. Macht Spaß dazu zu gucken. Erste Knight. Die Streitkräfte eines Spielers. Sehr schön. Thorsten Original jetzt auch auf 4-0 mit seinem Ersthelden. So. Und wir sehen hier noch einen Paladin als Dritthelden direkt rauskommen. Kann Original drei Helden zeitgleich steuern und eine Armee. Mehr in der nächsten Folge. Nein, keine Cliffhanger. So, jetzt die Paladine als Medium Armor und Normal Damage. Ja, die Knights sind besonders gut. Sie machen 150% Schaden gegen Medium Armor, was die Riflemen haben. Cool. Es kommt eine zweite Barracks für noch mehr Knights. Also er geht hier voll drauf. Arcane Sanctum kommt auch. Gerade abgerissen. Ja, wird gesniped und... einer seiner Caster-Kollegen hat ihm empfohlen, mehr als einen Turm zu bauen, um genau sich jetzt verteidigen zu können, weil im Moment hat er einen Nachteil. Die Armee von Zerioth ist deutlich größer. Dadurch, dass er hochgetickt hat, hat er die Zeit verloren, um Einheiten zu bauen. Und jetzt hat er hier ein Problem. Das war zwar ein schöner Clap, er wird auch nochmal geheilt. Noch ein schöner Clap, aber sein Mountain King fällt jetzt. Er kommt da nicht mehr raus. Und hier sollte er auch nicht fighten, sondern halt verzweifelt in seine Basis flüchten. Jetzt verliert er hier viel zu viel. Mhm. Zerioth, er versucht ihn wegzuzwingen, indem er den Archmage tötet. Der hat kein TP. Oh, Gott, verdammt. 18. Das wäre es natürlich gewesen. Wenn er den kriegt, ist er zurück im Spiel. Aber sein Archmage, ach du Kacke, wird nochmal geheilt. Das war knapp, ja. Vom Paladin, aber da fällt er an einem Rifleman. Und jetzt ist die Army vom Thorsten praktisch nichts mehr wert. Sogar der... Oh, er schreibt auch etwas... Archmage kann hier zurückkommen. Er flieht nochmal... Grundsätzlich würde ich sagen, das Spiel, er kann es noch versuchen, aber sieht es schon sehr schlecht aus. Zerioth ist halt noch nicht Level 3, Tier 3, taggt jetzt erst, aber jetzt verliert er noch den Paladin, das war's. GG. Schade. Schade. Was weiß ich, war kurz abgelenkt. War Absicht, aber wir haben es eben besprochen. Schade, wenn er den letzten Kampf vielleicht dadurch verzögert, dass er den zweiten Turm baut, so wie du es gesagt hast. Oder halt vor allem, selbst wenn er das nicht macht, einfach in die Basis TP. Nicht so da kämpfen. Ich glaube, da ist er vielleicht auch ein bisschen zu geizig für TP. Ja, genau. Und fehlt mir aber auch. Also Gott, wie immer bin ich definitiv der Falsche, um da zu viel Kritik zu üben. Aber so das Erkennen, dass er da jetzt keine Chance hat, dieses sich feige zurückziehen, mache ich ja auch ungern, aber sich hier ein bisschen in der Basis zu verschanzen, wäre definitiv die richtige Wahl gewesen. Und halt noch zu warten, noch zwei Knights mehr, vier Knights, ist eine ganz andere Situation und er hatte ja den Tech-Vorteil. Zerioth hätte da nicht so schnell nachziehen gekonnt. Ja, okay. Nee, lass mal so stehen, können wir nachher nochmal genauer besprechen in Nachbesprechung. Ansonsten, wie stehst du dazu, dass die
meine, du als aktiver Spieler hast ja da auch bestimmte Meinung, dass die Spiele immer direkt weitergehen, ohne direkte Pause. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Spieler vielleicht mal so ein, zwei Minuten zum Durchschnaufen bräuchte, wollte. Also wenn ich als hoste, frage ich deshalb immer. Achso, Entschuldigung. Ja, ja. Ich dachte, die Frage ist fertig. Nee, alles gut. Wenn ich hoste, frage ich deshalb immer. Ja, genau, Original macht's auch. Okay. Ja, grundsätzlich, genau, bin ich schon ein Freund von Pausen, aber da es nur zwei Spiele sind. Also bei zwei bin ich auch, ich bin da gerade drin, da kann man an sich auch weiterspielen. Also habe ich jetzt kein Problem mit. Ansonsten hat mir die Sari ein Video geschickt vorhin. Oh no, sie kriegt das mit. Gut, dann rauchen beide Spieler eine. Wir sind hier bei den Semi-Pro-Noobs komplett gegen das Rauchen. Ich glaube, Original macht das nur hier aus Sympathie Sirius gegenüber. Keiner macht den Drogen. Ja, die liebe Sarah hat mir ein Video geschickt vorhin. Ich hoffe, das ist hier nicht nur sehenswert, sondern vielleicht auch auf die Murlocs bezogen. Hör das gerade mal auf, dann können wir uns das vielleicht in der. Ja, genau, sie schreibt auch als Kommentar noch: A Sound of a Murloc. Okay, ja, das klingt schon mal gut. Dann Augenblick. Dann okay, das war schon der Sound of a Murloc. Moment, das gehört. Ein bisschen nach Windows. Windows sage ich. Winkers. Zurück, das ist schon. Ja, okay, gut. Das ist ein bisschen weit weg von Mirgel, Mirgel. Naja, vielen Dank, das hat uns sehr bereichert. Naja. Ah, wir sehen hier noch Ahan und Sepp Berozzi drin. Bei den Beobachtern. Ich habe sie schon mal informiert, was hier los ist. Ah ja. Und ich darf mich kurz selbst loben, da es ja sonst nichts zu erzählen gibt. Ich werde auch professioneller. Ich habe mein Mikrofon gemutet. Mist. Damit ihr solche Geräusche nicht hört, während ich meine Flasche Sekt aufgemacht habe. Keine macht den Drogen. Der eine raucht, der eine säuft. Damit das nicht hier... aber ich mache jetzt auch ein bisschen, was heißt keine Schleichwerbung, sondern offene Werbung. Ich mag keinen Sekt, aber der ist sehr lecker. Nur aus der Schick-Weinkellerei. Nur ich bin der Brave, oder was? Ja. Mist. Ja, nördliche aus Inseln. Aus Weisenheim am Sand. Ah ja, sehr schön, kenne ich. Nördliche Inseln aufgrund des rauen Klimas in Nordend suchen verschiedene Fraktionen nach milder gelegenen Punkten für ihre nördlichen Flotten. Diese Inseln wären eine ideale Basis für jede Fraktion, die sie sich sichern kann. Sehr, sehr schön. Ja. Der Sieg wird's nicht mehr, leider. Die Idee mit den Knights fand ich nicht schlecht. Allerdings waren die zwei vielleicht dann einer zu wenig. Das ist richtig. Ja, zur Situation muss man sagen, Original ist jetzt am Abgrund. So, er guckt nicht nur runter, er ist schon leicht nach vorne gelehnt, meinst du? Er hängt schon halb drüber. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, totale Zerstörung oder naja. Nein. Sollen hier zu. Die Murloc-Sprache wird aber Mirgel-Mirgel geschrieben. Ah ja, okay. Faszinierend. Sollen wir uns jetzt über die Sinnhaftigkeit von geschriebenen Fantasy-Sprachen unterhalten? Zum Thema. Also, nein. Genau. Ja, mit den Observern hier in der Liga soll man, glaube ich, grundsätzlich Observer zulassen, aber das heißt jetzt nicht, dass jeder rein darf. Wenn er jetzt hier gemeint hätte, er gehört irgendwie dazu. Ich glaube, wir haben jetzt auch einen drin gelassen. Grundsätzlich drin, spricht nichts. Der Sepp ist drin, ja. Genau, grundsätzlich spricht auch nichts dagegen. Andererseits, wenn halt einer der Observer dann für Lex sorgt, ist es ärgerlich. Deshalb versucht man das doch eher klein zu halten. So, überraschenderweise sehen wir einen Human Mirror. Komisch. Zur Map müssen wir uns mal angucken. Wir sehen auf jeden Fall auch wieder dieselbe Verteilung. Original links unten, Sirius rechts oben.
Ja, wir sehen quasi, wie vorhin schon gesagt, wir sehen 5 Goldminen auf der Map. Ne, halt, das war die von eben. Genau, hier sind so 4. Es gibt hier für jeden eine Natural Expansion. 4? Mhm. 6, Entschuldigung. Die äußeren mit dem roten Red Spot davor habe ich übersehen. Nee. So, ganz außen, rechts unten und links oben. Achso, also 4 extra, aber 2 in. Okay, ja, okay. 4 Expansion. Ja. Jetzt habe ich es kapiert. Sind möglich und sie sind praktisch nach unten und oben aufgeteilt, sodass man sagen kann, jeder hat 2 Expansions, die ihm gehören, in Anführungszeichen. Mhm. Ich glaube, man kann hier auch halbwegs schnell expandieren. Vor allem, wenn man den Trick mit dem Rauslocken drauf hat. Man kann hier steht so ein, so ein dicker Goblin, der wirft einen Stein, der dich stunt. Und die anderen haben auch noch ein bisschen Slow oder so. Aber wenn du die mit einem Footman nach rechts oben, also irgendwohin weglockst, dann rennen die dem hinterher. Mhm. Und dann kommst du mit der Armee rein. Und während sie zurücklaufen und noch nicht ihren Platz wieder erreicht haben, nutzen sie ihre ganzen Sonderfähigkeiten nicht. Und wehren sich auch nicht, die laufen einfach nur. Also du hast viel Zeit, um Schaden zu machen, ohne dass dir was passiert. Mhm. Ist aber schwierig, ich würde es nicht hinkriegen. Schauen wir mal, ob es einer der beiden versucht. Okay, wir sehen wieder einen leicht verzögerten Original, beide mit Erzmarker. Jeweils mit hier einem Fußsoldaten. Jawohl, Sari, der eine raucht, der andere säuft. Ich saufe nicht, ich genieße. Das lassen wir mal da so hingestellt. Ich poste später gerne ein Beweisbild der nur viertels geleerten Flasche. direkt wieder ein Turm bei Sirius, also finde ich auch nicht schlecht. Ist eigentlich fast schon normal. Okay. Aber weil das als Human Mirror oder auch gegen Ork alle, die halt Summons wie die Water Elementals haben, mit denen könnte man sonst ganz gut harassen. Water Elemental reinschicken und sobald der Turm da steht, hast du überhaupt keine Chance mehr, weil diese Arcane-Türme ja gegen Summons besonders Schaden machen. Sie verbrennen etwas Mana bei einem Helden und machen bei Summons halt mehr Schaden. Gegen normale Einheiten machen die fast nix. Aber ja. Großer Heiltrank bei halt. Original diesmal statt den Klauen des Angriffs bei Sirius. Sehr schön. Er geht auch eine andere Creep-Route. Zerioz hat einen kleinen grünen nur gemacht. Original auch direkt auf 2 und Sirius bei 1,6. Genau, das war der etwas mutigere hier. Aber dadurch hat er die Aura, das ist wichtig. Ich mehr glaub, Water Elements für ihn. Er hat nichts verloren. Er hat zwar mal die Worker rausgeschickt, die Milizsoldaten, aber 2 Stück haben wir draußen gesehen. Aber ansonsten cool. Einwandfreies Micro, keine Kritik. Zerioz holt sich jetzt auch Level 2 am zweiten grünen Spot. Mhm. Muss dafür oder zieht dafür auch wieder Militia. Und herzlich willkommen, Fred. Auf geht's, Sirius. Wir haben einen Sirius-Fanboy. Oh, ausgezeichnet. Endlich ist er mal nicht mehr allein. Sieht ja ganz gut aus für dich, deshalb unterstütze ich dich nicht und bleibe bei Original. Aber Sirius führt ja 1-0. Wenn wir das falsch aussprechen oder welche Aussprache die richtige ist, darfst du uns gerne mitteilen. Nummer 1 ist Sirius, Nummer 2 Sirius. Oder Nummer 3, wir liegen beide falsch. Sirius. Naja. So 2 ist, wie der Bodes es sagt. So, die kleinen Greenspots werden hier gemacht von Thorsten. Das ist so der sichere Weg. Ja, Sirius. Leichte Heldenvorteile bei Original. Die Armeen sind jetzt aber auch beieinander. Könnte aber einen Creep-Check jetzt geben. Creep-Camp ist aber fertig vom Original. Ähnliche Anzahl an Footmen. Bei dem will er sich noch... Ne? Mehr Water Elementals, das ist jetzt okay, aber jetzt kommt Zerioz wieder. Hat jetzt auch 2 Water Elementals, weil er noch mehr Mana hatte. Castet ja ein Lightning Shield, aber Thorsten zieht das Water Elemental gut, kurz gut raus und dann holt das wieder rein. Der Klassiker, weil es halt noch in derselben Steuerungsgruppe ist. Aber da ist es jetzt auch ausgelaufen. Soweit sehe ich keine Vorteile auf irgendwelchen Seiten. Du kannst es auch ein bisschen umschreiben, kannst sagen, ja, Thorstens Gegner. Wir sehen die Schmiede. Ja, normalerweise nenne ich sie bei den Rassen, aber das funktioniert halt nicht, weil ja beides Mensch ist. Der Mensch. Der Tech vom roten Mensch ist ein bisschen hinter dem Tech des blauen Menschen zurück. Dafür ist die Schmiede des roten Menschen deutlich schneller als die des blauen. Also wir sehen im Prinzip exakt das gleiche Bild wie eben. Blauen des Angriffs bei Original jetzt. Und Level 3, das ist tatsächlich ein Unterschied jetzt. Ja.
Ja, in der blauen ist sie nur herirrt und nichts creept die ganze Zeit. Mhm. Aber in der Mitte hat sie wahrscheinlich was gekauft. Was hat er dann gehört? Glaube ich noch nicht mal. Das sieht aus, das hat er alles creept, wenn ich es richtig sehe. Ah, jetzt macht er dann rechts den, was ist das? Silber? Poker? Ja, ein orangener, Spot. Poker, Mark hier. Und der Thorsten ist jetzt an der Echse, die ich übrigens falsch beschrieben habe. Da steht gar kein großer, was weiß ich, das muss eine andere Karte sein. Kapau, kapau, kapau. Das Rausziehen hätte aber selber bewirkt. Jetzt verliert er hier wohl wieder einen Footman, weil er nicht gut genug aufpasst. Der vordere, der war schwer zu sehen. Da stand das so. Ist aber zu dem Spielzeitpunkt, naja, ist natürlich nie gut, aber es ist nur ein Footman, von daher nicht mehr so schlimm. Der erste Rifleman kommt rein. Und Ring of Region, ich mag den. Beim Archmage, jein, der steht ja eigentlich eher hinten. Der hilft dir halt bei der schnelleren Regeneration. Vielleicht freut sich sein Mountain King gleich darüber. Okay, wunderbar. Übrigens hattest du recht, Zeriots. Ich neige mein Haupt demütig vor dir, ohne dass sie bei meinen Haaren. Danke sehr. Vor allem freut mich das, weil es auch für mich die einfachste Variante ist. Was? Das kann ich aussprechen. Zeriots auf dem Weg nach unten mit einer Scroll of Healing, gerade alles am Heilen, hat noch keine Rifleman. Thorsten hat jetzt zwei, ein Aufeinandertreffen. Jetzt wäre wohl ganz gut für Thorsten. Dazu wird es aber nicht kommen. Okay, was könnte denn unser lieber Equalize mit drei Waterless Bahn meinen? Also drei Waterless und dann... Drei Water Elementals. Wenn du drei hast, bam. Das ist gut, so würde ich das jetzt interpretieren. Bahn weil er recht früh Level 3 hatte, dann sind es Level 2 Water Elementals. Ah. Oder er hatte kurz in dem einen Kampf drei stehen, glaube ich. Ist definitiv gut. Der Archmage von Zeriots hat aber Wand of Mana Stealing gefunden. Das ist ganz gut, weil man anderen Helden das Mana damit wegnehmen kann. Mhm. Also wie ein Demon Hunter, nur dass du das Mana auch noch kriegst. Ist halt natürlich klasse bei Archmage gegen Archmage, wenn der andere plötzlich keins mehr hast und du doppelt so viel. Ja. Auffüllungsrand, Handschuhe oder hast bei Original. Und er kann es nicht mehr nehmen. Ja. Sein Zwerg irrt hier rum, aber der wird jetzt auch gleich kommen. Er hat was. Jetzt Arcane Sanctum, nur mit Keep. Und wir sehen immer Tier noch keinen Turm. Ja. Ja, das ist mutiger. Also er spart sich halt die Ressourcen. Die Gebäude Zeriots sehr, hat auch noch nicht gepusht, alles gut, aber. Puh. Sehr, sehr außen, würde ich sagen. Also die sind jetzt nicht so hinten drin. Ja, am Building Placement sollte er definitiv noch arbeiten. Ich sehe hier wenig Verteidigungschancen, wenn Zeriots mal wieder kommt. Ja, sehe ich auch so. So, Zeriots geht auf Priest. Schauen wir mal, auf was Thorsten hier geht. Auch auf Priest. Sehr gut. Am lieben Original. Genau, er hat aber dafür einen Workshop, das finde ich, kommen vielleicht Mortars dazu, die finde ich ganz nett. Sind auch für Ghost natürlich klasse. Und jetzt wird ja weiter gecreept. Zeriots mit dem Zwerg, der noch Level 1 ist. Ein Footman fällt, zwei Footmans fallen beim Creep bei Original. Da wird er nachlässig. Das ist zwar alles, also der Spielfortschritt finde ich nicht mehr so schlimm, wie es am Anfang wäre, aber trotzdem zwei an den Creep. Wir schieben es auf die Nervosität oder auf die Angst und vor dem Abgrund, über dem er hängt. Ja, jetzt kommt der Creep-Check, da müsste er jetzt einfach weg. Ich weiß nicht, ob er da wieder zu... und der Mountain King ist gestunt vom Bolt. Und hat das TP! Habe ich gar nicht gesehen, hat er es übergeben? Ja, muss er übergeben haben, habe ich auch nicht gesehen. Haben wir nicht drauf gehabt. Dann möchte ich das loben. Am Anfang hat er es nicht, dass er das geschafft hat, schnell genug zu übergeben. Das war gut, dadurch viel Schaden vermieden. Jetzt eine Scroll of Regeneration und ruhig bleiben. Bitte nicht gleich wieder in den Kampf stürzen. Die Scroll auch noch ist auf ihm, genau. Genau, möglichst schnell, weil Zeriots wird jetzt wahrscheinlich kommen. Der riecht seinen Vorteil und das auch vollkommen zurecht. Ja. Und den Mountain King muss er jetzt zurückziehen. Jetzt mal ein Turm da. Wow, und jetzt kommt der Tech zum Keep. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Timing ist. Er weiß ja, also kann vermuten, dass er kommt. Jetzt hat er gerade ein Problem. Die Mortar-Teams sind noch nicht fertig, er kann das jetzt nicht verteidigen. Ist im Tech, hat keinen Turm. Hat jetzt fast schon... Er hätte Glück, aber... Oh, schickt den Mountain King natürlich vorne rein. Der hat die Potion, muss die Potion nehmen, nimmt sie nicht! Aber Stufe 1 ist relativ schnell wieder da. Ja, nicht allzu teuer. Unnötig. Und auch jetzt hier zurückziehen, Thorsten, Micro, Rifleman, weglaufen, ja. Nee, fällt sehr viel. Das sieht nach einem frühen GG wieder aus. Also der Archmage ist dafür zu weit zurückgelaufen. Der macht da hinten gar nichts mehr. Water Elemental beschwören bitte und wieder ein bisschen rein. Es ist noch nicht aus, weil er hinter seinen Gebäuden ja trotz allem noch ganz gut steht und die Armee von Zeriots jetzt auch noch nicht so beeindruckend ist. Der große Unterschied ist halt der Zwerg.
Ja. Dafür zwei Mortar-Teams, die von hier gut Schaden machen, wenn sie nicht fallen. Da müsste das Vordere jetzt schon wieder zurücklaufen. Ja. Ja. Hat er nicht den Blick? Jetzt hat er den Blick. Aber wie gesagt, ich bin der Letzte, der eigentlich kritisieren darf. Dennoch, wenn er den Push verteidigen kann und das eine Mortar-Team auch noch behalten würde, ist es okay, weil er dann den Tech jetzt auch durch hat. Gleich. Aber hier wieder fällt der nächste Rifleman. Da fehlt dann immer Schaden. Der klappt jetzt ein Level 3 Zwerg mit der Invo-Potion. Der nimmt hier alles auseinander, auch wenn von Thorsten jetzt mit dem Level 4 Archmage wieder mehr Water Elementals kommen. Damit schlägt er ihn wohl erstmal in die Flucht. Ich würde jetzt nicht so weit hinterherlaufen. Das ist noch nicht angebracht, übermütig zu werden. Schauen wir mal. Genau, der Vorteil von Thorsten ist jetzt allerdings, er hat ein hat getaggt zum Castle. Zeriaz hat das nicht. Das heißt, jetzt können gleich wieder Knights kommen. Die Streitkräfte eines Spielers werden. Aber beständiger Druck weiterhin. Ja, also klar. Es ist dasselbe Spiel wie vorhin. Zeriaz ist jetzt vorne. Er hat jetzt eine bessere Wirtschaft und er hat mehr Einheiten im Moment. Thorsten will das ja offensichtlich. Und er muss das nutzen. Der Zwerg von Thorsten hat aber so tolle Items. Er muss nur dran denken, die Creator Healing zu nehmen. Das hat er jetzt. Und das Book of the Dead könnte er auch nehmen. Das ist die Zeit, wo er es... Genau, jetzt hat er ein TP geforst. Sehr gut. Das ist wichtig, er muss sich jetzt diese Zeit kaufen. Das hat er damit jetzt getan. Okay, cool. Erz mag ja auch fast auf 5. Ab der Supply-Zahl dürfen Footies beim Creep fallen. Okay. Übergeben ganz stark. Schreibt. Ja, korrekt. Und cool. Einfach mal belitzen, ja, auch richtig. Wobei, wie du in meinem Kommentar bemerkt hast, auch ich hätte nicht dran gedacht. Zu fokussiert auf, oh Gott, der darf nicht fallen, der darf nicht fallen. Ja, belitzen. Das wäre eine Idee gewesen. Richtig jetzt, Fehler von Thorsten, Fehler von mir als auch. Wo ist denn hier der Shop? Jetzt ist es gefährlich rauszulaufen in der aktuellen Situation. Er hat ein TP, das ist okay. Aber außerhalb seiner Base fighten ist im Moment keine gute Idee. Auch wenn der Clap hier gut sitzt. Zeriaz mit deutlich mehr Rifleman, sieht man auch, die machen ganz gut Schaden. Und der Mountain King, der hat TP, der muss TPen, verdammt! Oh, und jetzt hat er kein TP mehr. Jetzt verliert er hier viel. Schade. Vielleicht an der Taverne. Hat er Gold? Er hat Gold. Er könnte ihn jetzt an der Taverne wieder kaufen. Und dann raus TPen. Das verliert alles. Mortar-Team fällt auch noch hiermit, ja. Der erste Knight ist da, der zweite ist im Bau, aber ansonsten hat er jetzt nur noch seinen einen Helden. Genau, die hätte er nicht verlieren gedurft. Einfach mal feige stehen bleiben. Also noch nicht zwingend GG. Und der kommt jetzt mit seiner Armee. Aber gleich. Ja, es ist jetzt nur noch Zeit. Schade. Ja, bekanntermaßen aufgeben, solange es nicht wirklich vorbei ist, tue ich ja auch nicht, aber... Grüße gehen raus an Ecke. Ich sehe nicht, dass das irgendwie noch rumreißen kann. Genau! Man gibt erst auf, bevor ein einziges Gebäude gefallen ist. Zumindest eins muss fallen, bevor man aufgibt. Ist hier schon mal eins gefallen? Oder alle Helden. Ja, das hat ja nicht gezählt, das war ja vorhin. Jetzt kann er aufgeben. Jetzt ist eins gefallen. Drei Gebäude. Ja, ist sehr schade. Also aus dem Kampf rauskommen... Hat aber auch ganz, also hätte er auch ganz gute Ressourcen gehabt, um sich da vielleicht. Weiß nicht, wäre da noch. Also, Produktionsgebäude wurde ja vorhin abgerissen, die zweite Kaserne? Nee, es war der Workshop für die Mortar-Teams. Das wäre noch nicht mehr so schlimm gewesen. Achso, oben wurde noch eine Kaserne abgerissen, oder war das im Spiel vorher? Das war im letzten Spiel, oder? Ja, hast recht. Ja. Level 4 Mountain King. Der Drops ist gelutscht. Was sehr schade ist, wenn ich mir das Inventar von Thorstens Mountain King hier so angucke. Book of the Dead. Book of the Dead, Thorsten, das kauft dir nochmal ein bisschen Zeit. GG, Bro. GG, Bro, sagt unser Observer. Will den oh nein, Entschuldigung, ja, es kauft ihm keine Zeit. Der Dispel. Der Dispel, der Priest, alles weg. Es schenkt dem Gegner nur Erfahrung. Ja, GG, Bro, jetzt ist kommt wohl der Turm. Korrekt. Jetzt kommt der Turm. Also, okay, da oben steht ein Turm, jetzt kommt der zweite Turm. Aber hinten kommt noch ein arkanes Gewölbe. Es kommen drei Türme. Also jetzt bin sogar ich bei GG, aber ich respektiere immer, wenn man bis zum letzten Mann kämpft. Oh Mann. Kommen noch die Milizen? Ja, noch. Aber ohne jede Unterstützung. Die sind Kanonenfutter, wie letzte Woche gegen Quapp am Ende auch. Einfach mal kurz geschenkte Erfahrungspunkte rausgejagt.
Er will noch ein paar schöne Claps vom Mountain King provozieren, der aber gerade gar nicht da ist, sondern zu Hause ein bisschen in der Basis von Zeriots chillt. Ja, der war ja ziemlich angeschlagen, der hat sich ja zurückgezogen. Wenn ihr mal hier hunderte Worker auf einmal fallen sehen wollt, dann seid ihr hier richtig. Hat er jetzt überhaupt noch einen? 2, 3, 4. Okay. Mir war das mit ziemlich angeschlagen. Habe ich da nicht im letzten Cast über mich auch sowas gehört? Und ach, man kann sich auch zurückziehen, wenn man angeschlagen ist. Original, das solltest du dir mal angucken. Wir hauen jetzt nicht weiter auf Original rum, aber das Ding ist gegessen. Ops, ist gelutscht, wie schon gesagt. Er ist den Abgrund nicht nur hinuntergefallen, er liegt am Boden der Schlucht. Wie habe ich dir letztes gesagt, er wurde nochmal ein Stück mitgeschleift auf dem Boden. Im Gesicht, im Traum. Oh Gott, ja. Es ist gemein. GG. Aber lustig. Schade. GG. Es war die deutlich souveränere Leistung von Zeriots. Hat einfach wenig Fehler gemacht. Das Ganze ordentlich runtergespielt. Thorsten noch mit zu vielen kleinen und größeren Fehlern, die ihn dann viele gekostet haben. Einfach nur im letzten Kampf, im vorletzten Kampf deiner Mitte, das TP nicht rechtzeitig ziehen, mit der Armee in der eigenen Basis stehen, dann sieht das ein bisschen anders aus. Aber nun ja, da hat er noch zu lernen, unser Original. Dann können wir aber auch direkt jetzt in den Sprachkanal allgemein gehen, wo der Herr Original schon auf uns wartet wahrscheinlich. Na, sehr gerne. Hallihallo. Ja, moin. Grüß euch. Moin, moin. GG Serious. Ja, oder wie man nicht ausspricht. Ja, so passt schon. Nein, Fred Perry hat gesagt, es wird wahrscheinlich eher wie Zeriots ausgesprochen. Ja, hat er recht. Aber ausgezeichnet, das finde ich ist auch die einfachste Art und Weise, das auszusprechen. In dem Sinne auch von mir herzlich willkommen und hallo. Hallo, hallo. Ja, viele sagen Serious, aber eigentlich soll es Zeriots heißen. Ja, genau das war die Diskussion bei uns vorhin. Ich war eher Verfechter der englischen Aussprache und der liebe Winkes war aber hier komplett auf der richtigen Spur mit der deutschen Aussprache. So ist es. Gut. Habt ihr euch gelangweilt während des Spiels, dass ihr da Zeit hattet, sowas auszudiskutieren? Nee, die Action war ja da, also von daher, nee. Gerade du solltest doch wissen, Thorsten, dass es als Caster durchaus wichtig ist, den Namen richtig aussprechen zu können, spätestens im zweiten Spiel und nicht erst Monate später immer noch falsch. Ich sage nur Auxolotl. Genau, ja, Grüße gehen raus, Axolotl und Auxilium. An beide. kurze Standardfrage, Zeriots. Wie kommst du zu deinem Namen? Keine Ahnung. Irgendwann mal drüber irgendeinen Namen nachgedacht und dann mit einmal so, ja, passt. Mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen. Und dann so grob, ne? Alle waren vergeben bei WoW, machst du halt irgendwas mit Z. Okay, also kommst du aus der WoW-Schiene? Ja, auch. Also viel MMO gespielt auf jeden Fall, ja. Hm? Ah, ist was für die Sari und ich kann mir den Witz nicht verkneifen, Thorsten. Mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen, also so wie du heute gespielt hast. Also ich würde sagen, es war schon mehr drin, aber es hat sich auf jeden Fall besser angefühlt als die letzten 2 Spieltage. Aber es ist noch viel Potenzial nach oben, glaube ich. Klingt gemeiner, als es gedacht war. Es war gemeiner gedacht, als es... Ach, egal. Es war nicht so schlecht. Es war tatsächlich einiges Besseres dabei. Du hattest ein paar Fehler und ich habe eben als Analyse gesagt, Zeriots hat es einfach souverän runtergespielt, weniger Fehler gemacht und deshalb immer leicht die Oberhand gehabt. Ja, ganz kurz, bevor wir weiter in die Tiefe gehen, noch ganz kurz den Chat abholen. Einerseits Armor Original wird hier noch reingeschrieben. Habe ich vollkommen recht. Equalize. Gott, bin ich jetzt schon auf der Mitleidsschiene. Equalize spricht aber noch ein großes Lob aus, Thorsten. Original kannte die Map bis vorhin noch nicht, dafür hat er toll gespielt. Ausrufezeichen. Ja, das habe ich Zeriot auch geschrieben. Ich kann die Map schon, ich habe die schon mal irgendwann mal gespielt, aber ich habe sie sowohl in der Ladder als auch hier jetzt in der Liga immer gebannt. Ich habe mich diesmal drauf verlassen, dass du sie bannst. Nee. Dann hast du sie gepickt zu. Okay, man lernt eben nie aus von der Sari und jetzt können wir noch kurz in die Analyse gehen. Ja, Spiele. Wie habt ihr euch gefühlt? Spiel 1, Spiel 2, vielleicht Zeriots? Spiel 1 ja, erstmal. Also ich muss ja zugeben, ich bin bei sowas immer sehr aufgeregt. Vor allem, ich meine, euch gucken nicht viele zu, aber trotzdem wird's gestreamt. Deswegen, ja, klar. Ja,
so ein bisschen. Ich habe mir ein paar Replays angeguckt vom Original, also das, was ihr jetzt gecastet habt sozusagen. Ich habe einfach gesehen, wir sind so grob auf dem gleichen Niveau, hätte ich jetzt gedacht. Deswegen war mir so, wird ein lustiges Spiel, habe ich gedacht, nicht wie die zwei davor. Da wurde ich halt wirklich endlos abgezogen, also so hart wie es ist. Und ja, also erstes Spiel war knapper als das zweite. Aber im ersten habe ich dann, wo die Knights kamen, habe ich gedacht, shit. Ja, aber das ging dann nochmal ganz gut aus. Ja, das ist, glaube ich, einen ganz guten Zeitpunkt erwischt, da in die Base reinzugehen, als Original nur zwei Knights hatte und ja, auch nicht sonst noch relativ viel Armee. Von daher ist, glaube ich, dann einen ganz guten Zeitpunkt für den Push gewählt. Ja, also ich bin insofern schon mal froh. Also Aufregung kann ich teilen. Ist man irgendwie trotzdem so ein bisschen, auch wenn ich jetzt das Streamen gewohnt bin, aber so ein Ligaspiel und dann sind die Augen schon auf einen gerichtet. Und zum ersten Spiel, ich hatte halt viele Fehler in der Build-Order und eigentlich hatte ich das soweit im Griff. Ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt gesehen, ich war mir nicht sicher, habe ich jetzt einen fünften Worker in die Mine geschickt oder sind es immer noch vier? Und dann denke ich auf einmal, Stauze ist und ich denke mir, ah, verdammt, das ist doch sechs oder sieben drin. Da waren es sechs, ja. Equalize hatte bemerkt, dass es sechs waren, wobei ich dazu kommentiert habe, lieber sechs als vier. Die Wingestaktik. Und ansonsten, ich weiß es nicht, ich habe natürlich nicht gescoutet, das habe ich so, naja, steht auf meiner Liste, das zu tun. Wusste nicht so ganz, was er vorhat und ich weiß nicht, ob Knights früher wär möglich gewesen. Ich habe die Schmiede zu früh gebaut im ersten Spiel. Ach, es ging ein bisschen so drunter und drüber und konnte mich nicht so richtig entscheiden. Und irgendwann dachte ich auch, oh, so ein Sanctum mit so Priests, die dispeln können, das wäre eigentlich auch ziemlich geil. Das habe ich leider komplett vergessen. Und so führte dann eins zum anderen. Ja, also ich habe auch Zeriots, das meinte ich mit Souveräner, war ein bisschen schneller im Creepen, hatte einen Level-Vorteil. Du bist, glaube ich, im ersten auch recht lange nicht auf deinen Level 3 gekommen, wenn ich das richtig sehe. Wieso? Ich habe den auch. Oh nein, Entschuldigung, bin falsch. Ich wollte sagen, für die Creeps, also das Winkes, das kannst du jetzt ruhig mal loben. Ich hab, so viel ich weiß, meine Creeps waren okay mit Milichern und so. Ja, das ist vollkommen richtig. Creeps waren absolut in Ordnung. Oh nee, ich war falsch. Entschuldige. Du hast im ersten Spiel, was habe ich vorhin gesagt, Bodes, wo war der Knackpunkt? Genau, es waren etwas zu wenige Knights und Build Order, die kann ich nicht beurteilen, da bin ich zu schlecht für, glaube ich jetzt einfach mal, dass es da Probleme gab. Du warst mir ein wenig zu, ich sag mal, nicht feige genug. Mir hat der zweite Turm gefehlt, um dir da die Zeit zu erkaufen, bis es vier Knights oder so sind. Dann hätte das meiner Meinung nach ein bisschen anders ausgesehen. Und ansonsten Zeriots auch relativ schnell immer einen Turm gebaut und er war von der Positionierung einfach auch sehr, sehr gut immer. Das habe ich mir so angewöhnt einfach, also der Fast Tower, egal ob man jetzt weiß, er würde nicht pushen oder so, also ja, der ist immer drin und dann, der kostet ja auch nichts bei Hu, also von daher, ja. Ja, der war auch schön, sehr, sehr schön gesetzt quasi bei Original. Gut, im zweiten Spiel hat man halt erst sehr spät Tower gesehen, gar keiner. Es tut mir ein bisschen leid, da habe ich ein bisschen getrollt auch, also ich hätte da früher GG schreiben können, aber ich war eigentlich mal froh, dass ich so ein bisschen im Spiel drin bin. Im zweiten, meinst du? Im zweiten, ja. Da hättest du früher GG schreiben können, das ist richtig, ja. Im ersten war es okay. Und ganz kurz, Original verliert jetzt noch alle Sympathiepunkte. Sari schreibt noch, erstens mal, oh, seid ihr fies, aber dann schreibt sie, ich war ja erst gegen den Zeriots. Aber jetzt ist er doch sympathisch, wie konnte das denn passieren? Ich habe das Gefühl, das passiert Sari jede Woche. Stimmt. Da muss man auch wieder sagen, bisher sind alle Ligaspieler, die wir auch hier wirklich hatten, auch wirklich alles sehr sympathisch. Deswegen auch die Rückmeldung an dich, Seriots. Wirklich sehr netter Zeitgenosse. Vielen Dank auch, dass du dir überhaupt die Zeit und die Muße auf dich nimmst, dich hier interviewen zu lassen. Und dann können wir, glaube ich, sogar schon Richtung zwei Spiele nochmal genauer eingehen. Ja. Wenn keiner was Besonderes zum ersten mehr zu sagen hat, eins habe ich noch und ich glaube, Zerios, hast du im ersten den Ogrelord da rausgelockt aus der Mitte und surrounded? Nicht, dass ich wüsste. Habe ich es gemacht? Nein. Oh nein, ich bin falsch. Ich habe zu viele Spiele heute geguckt, das war vorhin. Nee. Technik, Winkes. Aber ja, na klar, ich war's. Ja. Stark. Im Zweifel ja, stark. Stark gemacht.
Ja, steigen wir ins zweite Spiel ein. Fangen wir mal mit einem Lob für Thorsten an, so zur Abwechslung. Du hast ein TP an den halbtoten Zwerg übergeben und dich raus-TP't. Das war entweder verdammt gut oder verdammt glücklich. Nein, das war schon so gewollt, aber ich muss dazu jetzt zu dieser Zwergsituation mal was sagen. Ich habe auch einen Heiltrank übergeben übrigens und ich habe einen großen Heiltrank noch irgendwie beim Creep gefunden, aber ich konnte ihn, der ist ja zweimal gestorben, ich konnte ihn nicht einsetzen, weil dieser Penner mich dauernd, keine Ahnung, war ich gestunt, war ich geklappt. Ja. Aber beim Clap kann ich doch irgendwie Items ziehen, warum ging das nicht? Wahrscheinlich Stormbolt into Clap. Ja, so war so rum dann wahrscheinlich. Ja. Ich hab so gedrückt und ich dachte, ich spiele das Spiel jetzt zu Ende, auch wenn es schon früher GG war. Ich spiele das jetzt weiter, bis dieser verdammte Zwerg seine Potion trinkt. Das hast du noch geschafft, ja. Nee, aber ich weiß, wenn ich die Potion kriege irgendwie, dann sind die Kämpfe da im Mittelspiel gar nicht mal so schlecht, fand ich. Ich habe sie natürlich verloren, aber anzumerken. Also ja, klar. Du bist dir, also jetzt einfach als Tipp, ich kann keine Tipps geben, ich bin auch schlecht. Doch, ne? Gerne, also, immer her damit, ich saug alles auf. Du musst auf jeden Fall, das habe ich mir auch angewöhnt, den Shop im Auge behalten und den am Möglichkeit als erstes creepen, wenn Tag wird, weil auf dem Mountain King eine Invo-Potion und eine Heal-Scroll ist halt wirklich Lifesaver und hatte ich immer gekriegt, war ich immer ganz froh drüber und hat mir auch öfters jetzt den Arsch gerettet. Ja, ich muss sagen, ich kann auf diese Map auch noch ein bisschen schimpfen. Ich finde das unfair, wie der Shop steht. Das ist nicht fair. Das ist, natürlich ist es irgendwie symmetrisch, wenn man die Bases nimmt, aber verstehe, was du meinst. Ich beruhige deinen Ärger mit einem kleinen Lob. TP war gut, aber auch das Creep mal Anfang von dir war fast besser. Du warst am Anfang ein bisschen voraus. Heldenlevel war über weite Strecken warst du voraus. Original beim zweiten Spiel. Aber in allen Kämpfen, Ich weiß nicht, ob ich meinen Coach jetzt beim Namen nennen kann, wenn ich jetzt schon das dritte Spiel verloren habe, aber auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Also was die Creep-Route angeht, da hat er mir vor unserem Spiel seriös noch ein bisschen was gesagt. Und alles gut. Ja, Seriots, wo war der Knackpunkt, warum hast du dieses Spiel gewonnen? Gute Frage. Also ich habe am Anfang gedacht, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, okay, krass, er hat mehr Footies als ich. Ich habe gedacht, ich kann dort noch ein paar wegsnacken, aber bin dann erstmal zurückgegangen, habe gedacht, okay, er hat viel zu viel, krass. Meine Hoffnung war, weil er nie Priests gebaut hat, also habe ich nicht gesehen, war das immer, war es ein Pluspunkt. Ich kann seine Water Elementals dispeln, kann er nicht. Er steht dann immer da. Und Shooties und Priest ist halt, so hart wie es klingt, eine easy Taktik, die eigentlich immer klappt. Und habe ich einfach so durchgezogen. Ich weiß gar nicht, welcher Fight der Knackpunkt war. War es ein Creep-Check da nochmal? Ich glaube, ein Creep-Check an dem einen Mercenary Cap oder so. Den Creep hatte ich noch fast fertig, aber da war ich halt super angeschlagen. Da hast du einiges gekriegt bei mir. Genau, und dann bin ich schon bestellend dahergesetzt und Hast den Workshop gekillt und den Zwerg einmal erwischt. Und hier wäre, das ist so das, wo ich sagen würde, so ein bisschen Knackpunkt. Du hast auch gesagt, du hast einen schlechteren Fight, musstest halt weg. Dieses Timing, Thorsten, würde ich sagen, hat er immer besser gehabt, dass er dann eben halt doch noch weggelaufen ist, weniger verloren in Kämpfen. Du hast dann doch mal einen Rifleman zu viel verloren. Das tut dann halt weh. Den Zwerg natürlich. Und mir hat der Turm gefehlt, weil du konntest dich irgendwie nicht in deiner eigenen Basis verstecken. Das habe ich so ein bisschen als Problem gesehen. Dass du dann in deiner eigenen Basis konntest du es nicht halten und bist dann auch ein bisschen zu aggressiv wieder raus. Ja, du mit deinen Towern immer. Nein, im Grunde recht. Ich weiß, ich kann natürlich auch früher Militia ziehen. Dann geht der Kampf auch vielleicht nochmal anders aus in meiner Base. Das auch, ja. Das hat Nikolais gesagt. Du hast hier in diesem Fight vor deiner Base zwar ein Mortar-Team, kriegst sogar noch ein zweites, das ist okay, aber hast am Anfang 5 Riflemen gehabt, jetzt am Ende noch 2. Und der Kampf war noch nicht mal ganz zu Ende. Also da hast du halt die öfter verloren. Und du bist nach diesem Kampf dann halt auf die Map gelaufen. Ja, nachdem du rausgedrängt hast mit dem TP, zum TP gezwungen hast. Was übrigens gut war. Das hat dir Zeit gekauft. Ich habe noch gesagt, ja klasse, jetzt hat er Zeit. Da kam ein Spruch, glaube ich, wo ist denn hier der Shop? Ja. Ich war so im Fokus, ich konnte nicht antworten. Ja, es geht nicht. Ansonsten noch ganz kurz Kommentare von Equalize zu der Situation vorhin.
Mountain King war stunned kurzzeitig und dein Archmage hatte den Big Pot noch während des TPs. Und Sari schreibt noch, aber ich bin Originals größter Fan. Ja. Liebe geht raus. Zu deinem Shop, du hast einen in deiner Base gehabt. Also an dem Punkt, das meinte ich mit, fehlt irgendwie mir aber natürlich auch so das Verständnis, wenn man alles sieht, ist es immer viel einfacher. Bin ich gerade vorne, bin ich hinten? Du warst halt deutlich hinten, weil du getaggt hattest, was ja gut ist, warst ihm dadurch voraus, aber im Moment hat er halt die deutlich größere Armee. Also da wäre, glaube ich, Verstecken einfach die richtige Alternative gewesen. Nicht auf die Karte laufen, warten, bis du noch Neid oder so hast und sich dann erst wieder raustrauen. Und natürlich, dass du in dem Kampf Mount King hatten TP, hat es nicht rechtzeitig gezogen. Das war dann halt bitter. Also da war's, das war der Knackpunkt für mich, als der Mount King gestorben ist. Zweimal den Mountain King blöd verloren, aber ja, ich weiß halt nicht, was ich mache, wenn er dann wirklich so viel Rifleman hat, dann bringen mir zwei Ritter auch nichts mehr. Ich brauche dann schon vier und es dauert halt so ewig. Richtig, und da müsstest du dich in deinen Türmen verstecken, die du nicht hattest. Ja, bla, 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 bla. Obwohl die Mortars gut waren. Also die haben schon, war unser 2-3 am Anfang, die haben wir schon zugesetzt. Von daher, ja, habe ich erst auch überlegt, okay, Mortars, krass, ja, deswegen habe ich versucht, also hier den Workshop da, also das Gebäude von denen schnell abzureißen. Genau. Dass du da erstmal wieder ein bisschen Zeit brauchst, um die nachzubauen. Ja. Ja, vollkommen richtig. Und genau da kommt jetzt, aber das lernst du noch, da fehlt dir noch ein bisschen die Erfahrung, würde ich sagen, du hast die halt dann aber relativ schnell verloren, die Mortars, so micro-technisch und so weiter, aber das, ja, bin ich definitiv der Falsche. Um es zu kritisieren. Jetzt wird's wieder fies. Ja, ne, ich weiß nicht, zum Spiel können wir nicht mehr viel sagen, glaube ich. Seriots auf jeden Fall GG. Wie sind deine Ambitionen in der Liga? Überleben. Gegen wen hast du schon gespielt? Ich habe jetzt gar nicht geschaut. Gott, gute Frage, warte, ich guck schnell. Auf jeden Fall, die waren so gut. Gegen Schiblinski und gegen Gosuhaube. Ja, Gosuhaube kenne ich schon. Da war es da 5 Minuten bei mir vorbei. War bei mir auch 5, 6, 7 Minuten. Da kam er an mit 7 Footies und weißt du, der hat sie einfach gut gemicrot und zack. Ja. War vorbei. Schiblinski, zudem nochmal ein Wort. Der spielt ja random. Auf diese Arroganz, da bin ich mit meinem Stolz gekränkt gegen den. Das kann ich nochmal ankündigen. Gegen den spiele ich auch random. Mich hat's auch genervt, weil ich scoute auch nicht wie du. Ich verraff das jedes Mal. Und dann gegen random denkst du so, ach fuck, was hat er denn jetzt? Scheiße. Doch nochmal ein Wort zum Spiel. Ich hab, Equalize hat's mir noch gesagt. Ja, schick doch, wenn du ein Militia rüber oder so, dann guck mal seine Bilder oder an. Das hätte mir schon viel geholfen, wenn ich da gewusst hätte, was da auf mich zukommt. Aber wenn du da so blind irgendwie in einen Fight gehst, dann ist scheiße. Ja. Ich darf euch aus eurer Liga noch berichten. Gosuhaube, wo er es gerade schon hatte, hat ja auch gespielt. Oh. War anscheinend parallel. 9.30 Uhr war es auch angesetzt, wie euer Spiel. Hat 2-0 gewonnen. Es ist schon hochgeladen gegen Knot of Pain. Jetzt also 6 Punkte aus 2 Spielen. Da scheint ja also zumindest richtig zu liegen. Ja, ich kann dich schon mal warnen, der QAP, der QAP, der ist auch nicht ganz so schlecht. Das ist korrekt. Ja, ich sehe mich schon die restlichen Spiele auch verlieren, also ja. Naja, aber Zeriot, mit der Zielsetzung zu überleben, hast du heute einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Thorsten hing über dem Abgrund und er ist gefallen. Wir werden die nächsten Wochen sehen, ob er sich wieder aufrappeln kann. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, aber absteigen können wir ja nicht, ne? Von daher. Genau. Vielen Dank fürs, wie gesagt, bereit erklären für das kurze Interview. Darf ich noch ganz kurz eingrätschen? Ich habe noch eine persönliche Frage. Seriots, aus welchem Eck Deutschlands kommst du denn? Ja, was denkst du denn? Man hört es ein bisschen. Man hört es ein bisschen. Ja, Sachsen natürlich, ja. Was willst du hören? Liebe Grüße in diese Ecke. Ich habe da ein paar Freunde. Gruß zurück. Besser geht Leipzig, ne? Schöne Stadt, komm vorbei. Besser geht. Ja, jetzt war das eine Einladung. Kann ich bestätigen. Ja, natürlich. Wunderbar. Ich weiß nicht, kennst du Bitterfeld? Ja, mal durchgefahren. Das ist so ein kleines Örtchen da bei Leipzig. Genau. Sie gehen raus an Bitterfeld. Ich hasse es, die Stimmung zu zerstören, aber wollt ihr euer Rendezvous vielleicht privat ausmachen? Ja, ansonsten überlegt man noch, vielleicht nochmal kurz, ansonsten überlegt man noch hier an der Stelle des Namens des Coaches von Original ein kurzes Piep einzublenden. der ominöse Coach von Original
Schauen wir mal. Er hat sich im Chat aber geoutet, also ja, ich denke. Ja. Ja. Okay, eine Anmerkung, bevor wir beenden. Ja. Ich habe während des Spiels eine Nachricht von meinem nächsten Gegner bekommen. Und es sieht nach Sonntagabend aus. Also morgen direkt um 16 Uhr werde ich wohl nicht schaffen. Mhm. Deshalb Sonntagabend, nächstes Ligaspiel von mir, wie immer live, bei uns. Okay, cool, wunderbar. Mehr erfahrt ihr auf unserem Discord-Server. Weiter unten sind die Infos. Und genau, ansonsten euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank für die Unterhaltung. Seriots, wie sagt man in Sachsen Tschüss? Hast du irgend so einen Spruch, so einen regionalen Spruch, den man... Nee, also beim Tschüss sagen gibt's da keinen regionalen Spruch. Okay, dann macht ihr einen bunten, bitte. Macht euch einen bunten. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jawohl. Ciao. Ciao. Ja, lieber Chat, vielen Dank für die Unterhaltung. Vor allem Sari und Equalize. Sari schreibt nach, Hauptsache es macht Spaß. Kapau. Ach so, noch eine Sache, bitte ganz kurz. Ja. Wenn der Equalize noch zuschaut. Wo ich jetzt Sari und Equalize gehört habe. Ja. Equalize, warum beantwortest du meine Freundschaftsanfrage im Facebook nicht? Oh. Oh. So, in diesem Sinne, macht euch einen Bunden. Ich bin dann damit durch. Ihr könnt jetzt abmoderieren. Genau. Ja, also wie gesagt, nächstes Ligaspiel von Herrn Winkes wahrscheinlich am Sonntagabend. Näheres auf dem Discord-Server geben wir bekannt. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Grüße gehen raus an Bitterfeld vor allem, aber auch an alle Zuschauer, an die Spieler. Und es macht großen Spaß, das Ganze auch zu casten. Vielen Dank, Herr Winkes. Na, immer gerne. Und vielen Dank für die Vorunterhaltung heute. Auch das sehr gerne. Wunderbar. Ansonsten schönen Abend euch noch allen und wir sehen uns die Tage. Macht's gut. Bis dann.